Und ja, da gucken wir aber natürlich auch auf die Bayern mit einem großen Namen, der überall kursiert, jetzt schon Ja. ein großer Name ist, obwohl Noch Erling so Haaland jung, immer noch noch so so jung jung. ist. Wann muss Bayern handeln? Deshalb, weil natürlich jetzt im Moment die Nachfrage nach Erling Haaland enorm Ja. steigt und er diese Ausstiegsklausel im Jahr 2022 Korrekt, besitzt. genau. Also Stand der Dinge, Erling Haaland, die Hoffnung oder das, wovon man ausgeht, wenn Dortmund jetzt nicht die Champions League verpassen sollte und vielleicht am Ende auch noch die Europa League verpassen sollte, ist ja schon, geht in die Richtung, dass er diesen Sommer auf jeden Fall noch in Dortmund bleibt. Und dann gibt es eben, du hast es gesagt, 2022 diese Ausstiegsklausel, die bei rund 75 Millionen liegt. Und das ist letztlich ja dann der Punkt, wo die Entscheidung erstmal fällt, bei welchem Verein geht es für ihn weiter. Und das ist Richtig. letztlich der Punkt, wo sich eben auch der FC Bayern überlegen muss, ist das der Stürmer, den wir vielleicht für die Zukunft haben wollen? Weil Robert Lewandowski ist eben auch nicht mehr der Allerjüngste. Das ist richtig. Also erstmal muss man natürlich klären, wollen die Bayern ihn haben, aber wir gehen jetzt schon mal eine Stufe weiter und Ja. sagen, wenn sie ihn haben wollen, wann müssen sie sich darum bemühen? Jetzt erstmal deine Einschätzung dazu. Ich sage, wenn Sie ihn haben wollen, wie gesagt, das ist nicht verbrieft, aber es gab natürlich da Interesse. Lothar Matthäus hat bei uns im Interview jetzt auch gesagt, sie wollten ihn dann letztendlich vielleicht auch deswegen nicht haben bis jetzt, weil sie eben Lewandowski haben und ihm die Spielzeit auch nicht geben können. Okay, also du Aber sagst, wenn Sie wenn, ihn haben dann wollen, dann nächstes Jahr nächstes im Jahr Sommer. oder nie sozusagen. Dann ist er, glaube ich, erstmal für 3, 4 Jahre weg vom Da, Markt. genau das kann ich mir vorstellen. Dann wäre er wohl ein paar Jährchen erstmal weg. Aber dann kann er immer noch interessant für die Bayern sein. Wahrscheinlich auch noch mal gereifter. Weil ich im Moment sage, die Bayern sind mit Robert Lewandowski da ideal besetzt. Also Gar der keine ist Frage. wie so ein guter Wein, der wird im Alter immer besser, der ist auf Top-Niveau. Ich glaube, ich traue ihm auch zu, dass er in den nächsten 2, 3 Jahren noch auf Also meinst du eher Weltklasse-Niveau. so Cristiano Ja, Ronaldo-mäßig? tatsächlich. Ich meine, bei Robert Lewandowski, er ist jetzt auch irgendwie aus dem Schatten von Ronaldo und von Messi Ja. rausgetreten und kann es auch auf der, hat er vorher schon gezeigt, aber wenn man jetzt mal auf die Weltfußballerwahl Ja. nochmal eingeht. Also ich wirklich sage, Robert Lewandowski hat noch keine Schwächen. Nee, Und hat. demnach kann man auch in den nächsten Jahren noch auf ihn bauen. Die Frage, die sich vielleicht auch oft tut, ist, könntest du dir vorstellen, dass man sie beide als Doppelspitze bei den Bayern einsetzen könnte? Ehrlich gesagt nicht. Also ja, boah, fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Also erstens ist es nicht das Bayern-System, mit zwei Stürmern zu spielen. Das müsste man dann erstmal implementieren und dann glaube ich, würden sie sich auch, und da bin ich beim Lothar Matthäus ehrlich gesagt, würden sie sich eher ihrer Stärken gegenseitig ein bisschen berauben, als dass sie sich da genial ergänzen Das würden. denke ich nämlich auch. Also nebeneinander sehe ich die beiden nicht. Ich sage, ich gehe da mit Lothar Matthäus und sage, nee, sie können ruhig noch auf Robert Lewandowski vertrauen und müssen Erling Haaland jetzt noch gar nicht holen. Allerdings, wenn man mit Marco van Basten es hält, der sich Genau. jetzt geäußert hat und meinte, ein Erling Haaland, Moment, der ist nicht irgendwie auf dem Weg dorthin, Der einen neue Robert Lewandowski zu Lewandowski zu werden, werden, sondern genau. der ist es schon längst, Ja. was das Niveau betrifft. Ja, boah, das ist natürlich ganz schwierig. Da würde ich ihm ein bisschen widersprechen, auch wenn er mit Sicherheit da mehr Expertise und Erfahrung einbringt als ich. Aber ja, Robert Lewandowski ist für mich ehrlich gesagt im Moment schon der beste Neuner der Welt. Aber, und den Punkt, da bleibe ich dabei. Erling Haaland ist auf Sicht die bessere Wahl, wäre auch für den FC Bayern die bessere Wahl. Und wie gesagt, 2022 ist der Punkt, wo du ihn haben kannst für 75 Millionen. Wenn er dann erstmal weg ist, wenn er ins Ausland geht, wenn er zu einem Top-Club gehen würde, egal, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, ist ja egal. Dann ihn wieder zurück in die Bundesliga zu holen. Die Bayern sind jetzt im Moment auf diesem absoluten Top-Level, wo sie Champions-League-Sieger sind, wo sie eben das Sextuple geholt haben. Ob sie das in 4, 5 Jahren, ob sie dann immer noch oder wieder auf diesem Niveau sind, das kann keiner sagen. Und Das kann man nicht ob sagen, er das dann läuft wieder den zurückkommen würde in die Bayern allerdings Bundesliga. zu. Und ich glaube, dass so ein Wechsel auch zu einem anderen Verein zuvor noch und vielleicht auch anderen Champions League-Erfahrungen etc. auch einem Erling Haaland noch gut tun werden. Weil, also da halte ich es wirklich so, dass ich sage, Robert Lewandowski hat sich deshalb auch so bewiesen, weil er verschiedene Phasen auf so einem Top-Niveau Ja. durchhalten konnte. Ein Erling Haaland ist für mich im Moment noch so ein Newcomer, Überflieger, so ein Shooting-Star, Newcomer, der ja. hat aber noch gar nicht viele Einbrüche erlebt. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn er einmal weg ist, dann ist er auch erstmal weg. Und dann ist es schwierig für die Bayern, ihn zurückzuholen.
Also wenn Sie ihn denn haben wollen. 2022 zuschlagen. Sage ich, absolut. Ich sage, Robert Lewandowski macht das noch eine Zeit.